will etwas, was ich nicht kenne. Okay, ich weiß, alles gut. Das verstehst. Ich will Genau. etwas lernen, was ich nicht weiß. Genau, und ich habe dir erklärt, dass Jesus schon die Welt überwunden hat. Ich habe dir erklärt, dass, wenn du an Jesus glaubst, dass du Frieden mit Gott hast. Ich habe dir erklärt, dass Jesus wiederkommen wird und sein Reich aufrichten wird. Ich habe dir erklärt, dass er irgendwann wieder zurückkommen wird und alles neu machen wird. Und das alles hat für dich, du hast gesagt, es hat für dich keinen Sinn ergeben und hast dann ein Argument gebracht. Aber das Problem ist, dass dieses Argument, nicht nur kann ich dieses Argument widerlegen, wenn ich will, aber dieses Argument funktioniert auch gegen dich. Weil du Ja. glaubst ja auch an einen Gott, der die Welt erschaffen hat, eine Welt, die aber nicht perfekt ist, die er dann später wieder erneuern wird. Also wieso bringst du ein Argument gegen dich, gegen mich, wenn dieses Argument auch gegen dich funktioniert? Weil ich habe dir erklärt schon, woran ich glaube, und ich habe dir erklärt, was unser Gott vorhat, und du hast es abgelehnt und dieses Argument gebracht. Aber dieses Argument funktioniert gegen dich sogar am meisten. Okay, wenn wir beide, also du glaubst an Jesus, ich glaube an Allah. Wenn wir beide diese Antwort nicht finden können, wer wird uns diese Antwort geben? Ich habe nicht gesagt, dass ich diese Antwort nicht habe. Ich habe dir diese Antwort gebracht. Es hat für dich keinen Sinn ergeben. Die Antwort, die ich gebracht habe, Nein. hat für dich keinen Sinn Versuch ergeben. Das nicht. Also, es ist so, wir unterhalten uns. Es ist kein Debatt, wo wir sagen können, der gewinnt, der verliert. Also deshalb habe ich von Anfang an etwas über mich gesagt. Ich habe gesagt, ich bin Muslim, damit du weißt. Also ich will auch nicht sagen, okay, weil du hier zum Beispiel live bist, dass ich irgendwie Fragen stellen werde, die dir wehtun werden. Also es ist also, nur... Also guck mal. Es gibt einen Begriff in diesem Debattensystem, das nennt sich Strohhut-Argument. Okay? Ich habe nicht gesagt, dass irgendwas mir wehgetan hat. Du sagst Sachen, die ich nicht mal behauptet habe. Ich weiß, dass du gesagt hast, dass du ein Muslim bist. Ich weiß alles, was du gesagt hast. Ich kann mich noch erinnern. Das Ding ist, du hast mir Fragen gestellt, ich habe darauf geantwortet und du hast gesagt, es ergibt für dich keinen Sinn, weil es für dich unlogisch ist. Und dann hast du ein Argument gebracht. Ne? Problem ist, dass dieses Argument funktioniert auch gegen dich. Verstehst du? Ich habe nie behauptet, dass ich keine Antworten habe. Ich habe dir die Antwort gebracht, aber das hat für dich keinen Sinn ergeben. Das ist das Problem. Okay, wenn ich zugebe, dass ich selbst nicht weiß. Genau, Strohmann-Argument, nicht Strohhut, sorry. Strohmann-Argument, Mensch. Alles gut. Oh, ist ja, auch gut. Aber wenn, Robert, willst du auch was sagen? Nein, alles gut. Ich habe mir wegen was anderes gedacht. Ich weiß, okay, aber wenn ich sage, okay, ich selbst weiß das nicht, obwohl ich Muslim bin. Und du weißt es, ich sollte in der Lage sein, meine eigenen Fragen zu beantworten, denn ich dran glaube. Guck mal, ist in Ordnung bis dahin. Also bis dahin bist du mit mir einverstanden, oder? Ja, ich bin mit dir einverstanden, Dass ich selbst diese Frage beantworten sollte. Nee, ich habe nicht gesagt, guck mal, du bist ja gekommen, weil du ja offensichtlich Fragen hast, ne? Ja. Und du hast mir eine Frage gestellt, ich habe dir geantwortet. Du hast gesagt, diese Antwort macht für dich keinen Sinn, weil dann hast du ein Argument gebracht. Und dieses Argument, du denkst, es funktioniert gegen mich, aber stimmt nicht, es funktioniert eher gegen dich. Es geht nicht um gegen dich, das hast du immer noch leider nicht verstanden. Okay, erzähl mal, was meinst du genau? Ich betrete nicht gegen dich. Okay, verstehe. Mhm. Ich versuche dein Wissen irgendwie etwas zu lernen. Ich versuche etwas zu wissen, was ich nicht weiß. Ja. Ah, okay, verstehe. Ja, sorry, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich habe keine Antwort daran. Ich selbst, persönlich, ich habe keine Antwort. Und ach so, ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützen kann, um diese Antwort herauszufinden. Okay, verstehe. Weißt dann du, ich also, manchmal ist es so, dass manche Menschen zum Beispiel, die mögen nicht einfach so live kommen, um etwas zu fragen, weil die denken, wenn die das fragen, es wird genauso passieren, dass oder etwas anderes. Zum Beispiel, jetzt gerade, wir können in eine gleiche Ebene kommunizieren. Das finde ich cool. Also das ist ja ein gutes, positives Feedback. Aber, okay, Miki, ja, ich, okay. Hm. Es gibt auch ein paar Einschränkungen in unserer Kommunikation, zum Beispiel mein Deutsch, das ist etwas scheiße. Aber das Ding ist, es geht nur darum, ob wir uns gut verstehen. Nein, dein also, Deutsch ist nicht scheiße. Wie? Entschuldigung, Miki Gims, dein Deutsch ist nicht scheiße, man versteht dich. Ich weiß schon, was du meinst. Erzähl mal, Miki, rede mal weiter.
Sie sagte, sie weiß, was ich meine, aber sie Nein, glaubt, nein, ja, also guck mal, ich ich antworte weiß. jetzt auf dein Ja. Argument. Ich antworte jetzt auf dein Argument. Also, ich habe dich, glaube ich, die ganze Zeit falsch verstanden. Ne? Nenza, Bruder, kannst du die Frage wiederholen und dann gleich antworten, aber ich will gerne die Frage hören. Wenn es okay ist, Bruder. Genau, Miki, erzähl mal. Ist egal, du Also, kannst ich auch die Frage meinte. stellen nochmal. Ich will dir nur das hören nochmal. Also, ich meinte Folgendes. Wenn ich an Gott glaube, an Allah glaube, an Jesus glaube, und wir beide glauben daran, weil wir immer noch Hoffnung haben, dass wir irgendwann mal gerettet werden. Das ist schon positiv. Bis da ist alles in Ordnung. Aber in dieser Welt, in der wir gerade leben, du kannst nicht vor Kindersoldaten stehen und sagen, hey Leute, macht ihr euch keine Sorge, wir werden irgendwann mal von Allah gerettet werden. Oder hey, macht ihr euch keine Sorge, wir werden irgendwann mal von Jesus gerettet werden. Obwohl wir wissen es beide, in dieser Welt, in der wir gerade leben, so scheiße ist, dass man nicht mal weiß, wohin man gehört. Und also diese irgendwie so, bevor man sagt, okay, wir werden irgendwann mal gerettet werden, warum werden wir jetzt nicht gerettet, bevor wir alle untergehen? Dann gibt es nicht mehr zu retten. Also von Gott, meinst du, warum wir nicht von Gott gerettet werden oder von wem? Ja. Okay, danke, ich habe die Frage jetzt gehört, Frau. Okay. Ja, genau, Miki, ich werde jetzt nochmal antworten, okay? Also, guck mal, die Bibel sagt uns, dass Gott ja alles erschaffen hat. Er hat ein Paradies erschaffen. Ne? Alles war gut, die Menschen hatten keinen Mangel. Ne? Und er hat die Menschen eine Warnung gegeben. Ich denke, die Geschichte kennst du ja, dass sie eine gewisse Frucht nicht essen sollen. Ne? Und das haben sie halt gemacht. Und dadurch, dass sie das gemacht haben, weil sie hatten ja ihre freie Entscheidung. Ich meine, Gott hat ja keinen Roboter erschaffen. Ne? Das heißt, sie konnten sich entscheiden für Frieden, für Paradies ohne Tod, ohne Leid, ohne Dings. Oder sie könnten sich entscheiden für ihre eigenen Bedürfnisse, aber die Konsequenzen werden sehr, sehr schlimm sein, nämlich der Tod und Leid und etc. Und die Menschen haben sich dafür entschieden, zu sagen, hey, wir wollen selber tun, was wir, worauf wir Bock haben, okay? Und ab dem Moment, wo Adam und Eva diesen Frucht gegessen haben, ab dem Moment ist dann der Tod und Leid und alles Krankheit, alles in diese Welt hineingekommen, okay? Und Gott hat uns eine letzte Chance versprochen, eine einzige Chance, und das war durch Jesus Christus. Und Jesus ist dann gekommen, hat sein Leben gegeben, ne? Er hat wieder Frieden zwischen den Menschen und Gott geschaffen. Kurze Frage, kannst du bitte nochmal zwei, drei Sätze davor wiederholen? Du meinst, Gott hat Also, Jesus zu uns geschickt oder wie? genau, also wir glauben ja, dass Gott dreieinig ist. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese drei Personen sind eins. Die sind ein Gott. Nicht drei Götter, nicht 10 Götter, sondern ein Gott, drei Personen. Das ist ein Wunder, okay? Und der Vater hat den Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt, damit der Sohn die Welt rettet. Das steht im Johannes Kapitel 3, Vers 16. Damit er kam nicht, um die Welt zu richten, sondern er kam, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Ne? Und das heißt, Jesus kam in diese Welt, hat wie ein ganz normaler Mensch gelebt, hat die Gesetze Gottes erfüllt und dann hat er sein Leben als Lösegeld gegeben, als Opfergeld am Kreuz, hat sich kreuzigen lassen, ne? Und ist dann wieder auferstanden von den Toten. Und dieser Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, guck mal, in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben, aber keine Sorge, denn ich habe die Welt schon überwunden. Also er hat in der Vergangenheitsform geredet, er hat schon überwunden, er ist schon König, er hat schon gesiegt, okay? Und jetzt sagt die Bibel, dass Jesus jetzt gerade in dem Moment, wo wir reden, er sitzt auf seinem Thron und regiert. Er ist der König der Könige. Du musst nur Psalm Kapitel 2 oder Psalm Kapitel 50 lesen. Jesus regiert. Er sitzt zu Rechten Gottes. Daniel Kapitel 7 etc. pp. Okay? Und sein Ziel ist es, immer mehr Menschen zu retten. Das heißt, jedes Jahr, jede Generation werden immer mehr Menschen zu Jesus Christus finden. Und irgendwann wird dieser Jesus wieder zurückkommen und die Welt richten. Das heißt, alle Menschen, die ihn abgelehnt haben, alle Menschen, die dafür gesorgt haben, dass es Leid gibt, die dafür gesorgt haben, dass es Tod gibt, die gesündigt haben, bis zum Gehtnichtmehr, all diese Menschen werden von ihm gerichtet werden. Und alle Menschen, die zu ihm umgekehrt sind, ne, die an ihn geglaubt haben, die nach seinen Geboten gelebt haben, die werden von ihm, die werden die Ewigkeit mit ihm verbringen, da wo er ist. Das heißt, wir haben Hoffnung.
Wir sind nicht hoffnungslos wie Muslime, sondern wir haben Hoffnung, dass unser König wiederkommen wird. Und wir haben Trost, weil wir wissen, er hat schon gewonnen. Das heißt, selbst wenn ich hier auf dieser Welt leide, ich weiß, ey, es ist egal, wie viel ich leide, ich weiß, dass irgendwann wird das alles ein Ende haben. Und darin liegt meine Hoffnung, darin liegt meine Kraft. Deswegen habe ich ja Frieden. Das ist ein Frieden, die die Welt dir nicht geben kann. Das ist unbeschreiblich. Aber jeder Christ weiß genau, wovon ich spreche. Das ist ein Frieden, die man nicht beschreiben kann. Deswegen fürchten wir Christen, wir fürchten nicht den Tod. Wir fürchten auch nicht, wenn wir Mangel haben, weil wir wissen, wo unser Zuhause ist. Wir wissen, dass unser König bald kommen wird. Und das ist der Unterschied. Okay, deswegen, ich weiß, ja, diese Welt sieht chaotisch aus. Okay. Ja, ich weiß, es Und sieht wenn ich alles. der Ganz kurz, ich weiß, es sieht alles komisch aus, aber wir haben einen Gott, der regiert. Alles, was passiert, passiert, weil er das zulässt. Verstehst du? Er kann alles kontrollieren. Und er hat einen Plan. Und sein Plan ist, irgendwann diese Welt wieder komplett zu erneuern. Es wird einen neuen Himmel geben, es wird eine neue Erde geben. Und alle bösen Menschen, die ihn abgelehnt haben, die ja, die gesündigt haben, werden für immer und ewig in die Hölle gehen. Und alle Menschen, die umgekehrt sind, die früher Sünder waren, aber umgekehrt sind wie ich, wie der Bruder, der gerade hier drinne war, alle diese Menschen werden Frieden haben. Und weißt du, die werden alle getröstet. Er wird unsere Tränen wegwischen, etc. pp. Und deswegen, ich hoffe, dass du diese Botschaft annimmst. Damit, wenn du denn wirklich Frieden willst. Jesu? Also, du bist von dir überzeugt, dass ich zum Beispiel momentan keinen Frieden in mir habe, nur weil ich Muslim bin. Ist das Richtig. so oder nicht? Ja, du hast keinen Okay. Frieden mit Gott. Und wenn ich dir sage, ich bin der letzte Mensch, der irgendjemand in dieser Welt etwas antun würde, nur weil ich dran glaube, dass keiner verdient, schlecht behandelt zu werden, eins. Nee, Und nee, nee, dazu Miki, du keiner, hast, Miki, warte du hast mich bitte, falsch verstanden. warte Du hast bitte, mich du falsch hast ja verstanden. gesagt, du hast ja gesagt, Nein, du nein, hast ja gesagt, also lass mich mal erklären, was ich meine. Ich meine, bitte. wenn ich sage, du hast keinen Frieden, ich meine nicht, dass du ein Mensch bist, der andere Menschen tötet oder sowas. Nein, Nee, also nee. keinen Frieden zu haben, ich will dir nur was sagen, also. Nee, aber ich will mich nochmal korrigieren. Also ich will nochmal sagen, was ich meine, weil ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Also, wenn wir sagen, ich habe keinen Frieden mehr, was meinst du genau damit dann? Richtig. Ich meine damit, du hast keinen Frieden mit Gott. Das meine ich damit. Weil, wenn ich dich jetzt frage, kannst du mir jetzt sicher bestätigen, dass du, wenn du jetzt stirbst, dass du sicher im Paradies kommst, ohne in die Hölle zu gehen, kannst du dir sagen? Eine Sache kann ich sagen. Sag. In den Koran, es steht da nie Sicherheit, dass ich, ein Mensch wie ich zum Beispiel, auf jeden Fall im Himmel kommen werde. Siehst du, und deswegen hast du keinen Es Frieden steht mit nur Gott. da, dass du, also warte bitte kurz, warte bitte kurz. Also das ist der Muslim, also der verspricht nie. Also ich, was ich verstanden habe, also ich muss dir auch sagen, ich bin kein Profi oder so. Also ich habe Richtig, den alles Koran nicht gut. 100% im Kopf. Alles gut, aber das Ding ist, du hast gerade meinen Punkt bestätigt. Also du kannst, lass mich, Miki, lass mal kurz Ich, reden, Michael. bitte. Miki, lass mal kurz reden. Du hast mir gerade bewiesen, dass ich recht habe. Und zwar, du sagst gerade selber, im Nein. Koran findest du keine Stelle, die dir Sicherheit gibt, dass du, wenn du jetzt stirbst, dass du in den Himmel kommst. Und du hast gerade gesagt, es gibt keinen Ja, Moslem, der das das sagen bin kann. ich. Und ja, lass mich mal kurz Nein, antworten, also. bitte. Und Na, du hast kein recht. Muslim kann ich nicht sagen. Also Miki, es Miki. muss klar sein. Warte bitte kurz. Bitte. Warte. Miki, lass mich mal bitte reden, ohne dass du mit dazwischen redest, bitte. So, erstens, du hast gerade meinen Punkt bestätigt, als ich gesagt habe, du hast keinen Frieden mit Gott. Warum? Weil du weißt nicht, ob du sicher in den Himmel kommst, wenn du jetzt stirbst. Und das stimmt. Du weißt es gar nicht. Verstehst du? Aber der Unterschied zwischen dir und mir ist, ich weiß es. Warum? Weil ich Sicherheit habe durch Jesus Christus, seine Worte. Er hat mir gesagt, wenn du an mich glaubst, du wirst sicher gerettet werden. Du wirst da sein, wo ich bin. Und du musst nicht gerichtet werden. Das hat er klipp und klar gesagt. Das ist der Unterschied zwischen uns Christen und euch Muslimen. Wir haben Frieden mit Gott. Ihr habt keinen Frieden mit Gott. Wir haben einen hohen Priester. Ihr habt keinen hohen Priester. Wir haben einen Retter. Ihr habt keinen Retter. Das ist der Unterschied. Jetzt kannst du reden. Du kannst dich mal wieder entstummen, Miki. Also jetzt gerade, du hast deine Macht gegen mich verwendet, damit Ja, ich weil du die nicht. ganze Zeit dazwischen geredet hast. Guck mal, wenn du jetzt redest, ich werde auch ruhig sein. Rede mal.
Ich hatte angefangen zu reden, dann hast du Stopp gemacht. Aber ebenfalls, es ist egal, das stört mich nicht wirklich. Ich will dir nur sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Eins. Und zweitens, ich niemanden wehtun würde. Naja, kann passieren. Ich bin eben ein Mensch. Es kann passieren. Aber durch meinen eigenen Willen werde ich das nicht machen. Und wenn du mir sagst, dass du dir überzeugt wirst, bist, dass Muslimen, alle Muslimen in die Hölle kommen werden, dann welche Sicherheit gibt dir das so, wenn zum Beispiel die Muslimen die Mehrheit nicht sind? Und du weißt auch, die Christen sind nicht unbedingt mehr die Mehrheit. Bist du noch da? Ich bin auch da. Ich lasse dich ja reden, weil ich will dich nicht unterbrechen. Deswegen sag mir, wenn du fertig bist, dann rede ich. Also, was ich dir damit sagen möchte, du kannst dir nicht überzeugt werden, dass alle Muslime in die Hölle kommen werden. Und Okay, ich kann ich bin mir antworten, auch ja, aber. genauso überzeugt, ich bin mir auch genauso überzeugt, dass wenn alle Menschen, außer ohne Religion, wenn alle Menschen gut zueinander sind, also alle Menschen, also ohne Religion, ohne gar nicht. Also ich bin hier gerade außerhalb unser Thema. Ich denke mal, wenn alle Menschen. Du lachst oder irgendwie? Nee, okay, guck mal, ich antworte jetzt. Ich antworte jetzt einfach. Okay. Also du hast gesagt, du bist ein guter Mensch. Ne? Woher nimmst du dir das Recht? Weil jeder Mensch hat gesündigt. Du weißt, dass du schon mal gesündigt hast. Ja, okay. Also ich sage nicht, ich bin ein guter Mensch. Ich sage jetzt, ich bin ein Sünder. Wir alle sind Sünder. Das sagt die Bibel. Und wir alle brauchen einen Retter. Weil wir haben alle gegen Gott gesündigt. Und weil wir alle gegen Gott gesündigt haben, sind wir keine guten Menschen. Deswegen brauchen wir einen Retter. Und deswegen kehren wir alle zu Jesus Christus um. Weil nur er ist gut. Okay, nur Gott allein ist gut. Und wir leben alle nur durch seine Gnade. Wenn du denkst, du bist ein guter Mensch, dann lebst du in einer Illusion, mein Bruder, weil du schon mal gesündigt hast. Das ist erstmal mein Punkt. Zweiter Punkt ist, du sagst, du bist ein guter Mensch, aber du weißt trotzdem nicht, ob du in den Himmel kommst. Und das ist genau das, was ich meine, dass du in einer Illusion lebst und du lebst, du hast keinen Frieden mit Gott, obwohl du sogar sagst, du bist ein guter Mensch. Trotzdem weißt du nicht, ob du in den Himmel kommst. Und das ist der Unterschied. Wir Christen sagen, wir sind keine guten Menschen. Wir leben durch Gottes Gnade, aber trotzdem kommen wir in den Himmel. Warum? Weil wir einen Retter haben, Jesus Christus, an den wir glauben, der für uns ja gestorben ist. Ihr Muslime habt sowas nicht. Okay, Punkt Nummer warte drei, ich kurz habe, bitte. Punkt Nummer drei, ganz kurz. Ich habe nicht gesagt, ja, dass alle Muslime in die Hölle kommen. Klar, laut Christentum sowieso. Laut Christentum kommen alle Muslime in die Hölle. Das stimmt, wenn die nicht umkehren. Das stimmt, alle Menschen. So, aber der Punkt war komplett woanders. Der Punkt war, dass ich gesagt habe, ihr Muslime, selbst aus islamischer Sicht, nicht mal aus christlicher Sicht, sondern aus islamischer Sicht, egal was für ein guter Moslem du bist, du weißt trotzdem nicht, dass du sicher ins Paradies kommst. Geschweige denn, ohne dass du in die Hölle gehen musst. Verstehst du? Und das ist der Punkt. Ihr habt keinen Frieden mit Gott. Egal für wie gut ihr euch hält, ihr habt trotzdem keinen Frieden mit Gott. Und das ist das Traurige daran. Und deswegen, das ist Werkserlösung, wenn überhaupt. Ne, und deswegen sage ich, guck mal, kehre um zu Jesus Christus und lebe durch seine Gnade. Verstehst du? Nimm sein Geschenk an und werde ein Kind Gottes durch deinen Glauben. Denn nur dadurch wirst du gerettet werden, nicht indem du an den Koran glaubst und versuchst, ein guter Mensch zu sein. Okay, du meinst, Warte mal, wir alle ich nehme sind noch Sünder. zwei Gäste an, dann. Ja. Ich bin Warte. in 5 Minuten bin ich auch weg, Ja, wir also. machen jetzt einfach eine offene Runde. Wir machen jetzt einfach eine offene Runde. Ich habe sowieso keine Kraft mehr. Ich mache noch 15 Minuten, dann gehen wir weg. Dann gehe ich Gottes auf. Segen, Okay. Bruder. Also dann in Gottes 3 Segen. Minuten bin ich weg. Ja, Ich genau. wollte nur sagen, wenn du sagst, dass wir alle Sünder sind und nur die Sünder, die an Jesus Christus glauben, werden in den Himmel kommen, dann wenn er so solche Gnaden hat, dann warum nimmt er einfach nicht alle die Menschen und sagt, hey, ich bin so gut, dass ich euch alle auf einmal retten werde, ohne irgendwelche Parteien das Wissen zu machen. Mensch, Hey ich Leute. bewundere dich wirklich. Du redest was, er redet komplett was anderes. Du redest was, er redet wieder Bruder, komplett was die anderes. ganze Der Zeit, die hört dir ganze nicht Zeit. zu, Bruder. Ja, Was hast du für er hört nicht zu. Nerven? Er Bruder, hört nicht ich zu, stelle das dir ist das eine Problem. Frage. Wieso steht in der Bibel, in Apostelgeschichte 13, 23, dass Das ist übrigens der Tito mit seinem versteckten Jesus. Account, weil den keiner mehr hochholt. Na, ich bin nicht versteckt, ich bin Tito natürlich. Dass da. Der Jesus, der Retter für Israel ist, nicht für die ganze Welt.
Er ist ja auch der Retter für Israel. Er ist auch der Retter für die ganze Welt. Ich stehe klipp und klar im Johannes Kapitel 3. Vito, wollen wir mal schauen, warum Mohammed Jesus angebetet hat? Dann ist das ein Widerspruch. Warum ist es ein Widerspruch? Wieso? Er ist einmal, steht die klipp und klar, der Gott hat aus seinen Samen der Retter für Israel, den Jesus Christus, erweckt, ja, geschickt. Ja? Naja, dann, aber da steht doch nicht, dass er nur der Retter für Israel ist, oder? Der Retter ist für Welt. Und außerdem, wenn du sagst, ich habe Sicherheit, ich bin gerettet und so, das kann es gar nicht stimmen. Das ist nur deine Vermutung. Du kannst das nicht behaupten, dass du weißt genau, dass du gerettet bist. Tito, wo steht in der Bibel, dass Jesus der Retter nur für Israel ist und nicht für die anderen Menschen? Ja, wenn der geschickt worden ist für verlorene Schafe Israels, weil er seine Jünger schickt zu Israel, weil er betet Gott nur für die, die ihm vertraut worden sind, nicht für die ganze Welt. Und das ist doch genug Fakten so zu glauben. Das heißt einfach nur, dass du nicht verstanden hast, was er alles gesagt hat. Denn der gleiche Jesus hat im Johannes Kapitel 10 gesagt, er hat noch andere Schafe, die nicht aus Israel sind und auch sie muss er retten. Das hat er doch klipp und klar im Johannes Kapitel 10 gesagt. Hat er nicht gesagt, die nicht aus Israel sind? Hat er das gesagt? Ja, natürlich, hat er gesagt. Ich habe noch andere Schafe. Steht Israel da? Tito, ey, wenn du nochmal dazwischen redest, ich nehme dich runter, weil ich habe gerade gar keine Energie, wirklich. Also, okay. Er hat im Johannes 10 gesagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stahle sind. Und damit meint er Israel. Und er meinte auch, sie muss ich retten. Und im Apostelgeschichte Kapitel 2, da steht sogar, dass Menschen aus allen Völkern dahin kamen, die dann das Evangelium gehört haben, die vom Titus geschrieben haben. Okay, guck mal, ciao. Er redet nur dazwischen. So. Dankeschön. Okay. Der Titus ist eine Katastrophe. Der ist eine komplette Katastrophe. Der hat seine eigene Bibelauslegung. Ja, der ist so schlecht in der Bibel, also das ist nicht normal. Der hat gar keine Ahnung von der Bibel. So. Bruder Menzer? Ja, Bruder. Ganz kurz, erstmal Gottes Segen. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gehört hast. Ich habe nicht gehört, Bruder, sorry. Ja, alles gut, kein Problem. Schau mal, wenn wir kurz, ganz kurz auf das Thema zurückkommen, was du vorher mit dem Miki gehabt hast, ja, dass Muslime erst durch das, dass alle Muslime in die Hölle kommen, dann hast du vollkommen recht, weil Sure 19, 71, 72, Sure 32, Vers 13, Sure 7, Vers 179 sagt, dass jeder Muslim zu seiner Strafe zuerst in der Hölle absitzen muss. Richtig. Das heißt, jeder Moslem kommt automatisch in die Hölle und er muss dort seine Strafe absitzen und dann kommt er erst ins Paradies. Also das heißt, er kommt als Sünder, kommt er komplett ins Paradies. So, bleiben wir den einen Punkt. Den einzigen Punkt, warum du als Moslem nicht in das Höllenfeuer musst, ist, wenn du dein Leben für Allah im Dschihad gibst. Nur so kommst du direkt ins Paradies zu Allah. Ansonsten ist es nicht möglich, direkt zu Allah kommen. Das heißt, du kannst die Hajj gemacht haben. Du kannst jeden Tag fünfmal gebetet haben. Du kannst dein Zakat gemacht haben, abgegeben haben. Du kannst alles gemacht haben, was du willst, und du weißt trotzdem nicht, warum, ob du in das Himmelreich kommst. Was ist das? Richtig. Du tust alles, was Allah von dir will, und trotzdem weißt du es nicht. Warum? Weil Allah sagt, ich muss mir überlegen, ob du zu mir kommst oder nicht. Weil ich entscheide, wer zu mir kommt und wer nicht. Und Bruder, du musst noch was dazu hinzufügen. Und zwar sagt auch Allah in einem authentischen Hadith, dass wenn er die Menschen erschaffen hätte, also wenn die Menschen nicht sündigen würden, komplett sündenlos wären, würde er die Menschheit vernichten und diese Menschen durch Sünder ersetzen, die dann Allah um Verzeihung anflehen. Allah hat ein Borderline-Syndrom. Und Allah hat Menschen für den Himmel und Menschen für die Hölle erschaffen. Das heißt, Allah hat dich vielleicht für die Hölle erschaffen und du weißt es nicht, und egal was du machst, du kommst trotzdem in die Hölle, weil du hast keinen freien Willen. Leute, guck mal, es gibt eine einzige Person, die euch Sicherheit verspricht, und das ist Jesus Christus, okay? Richtig. Jesus, im Johannes Kapitel 11, ich gebe euch mal eine Geschichte aus der Bibel, okay? Im Johannes Kapitel 11, jemand hat voll den lauten Hintergrund, wer ist das, ja? Wer ist unterwegs? Ich bin unterwegs. Ach so. Ich kann mich gerade stoppen. Ich wollte eigentlich noch ein ganz anderes Thema. Ja, heute ist eine Evangelisation in Essen in der Krugerhalle. Da werden halt, so Gott will, halt 5.000 bis 7.000 Menschen kommen.
Und der Franklin Graham, der Sohn von Benny Graham, wird dann eine Evangelisation abhalten. Und ich wollte fragen, ob ihr auch dafür beten könnt, weil da eine Gegendemonstration von der Regenbogenfraktion kommt, dass man den Menschen auch mit Liebe begegnet. Und ja, eigentlich wollte ich nur das kurz loswerden. Warum demonstriert diese Fraktion nicht gegen Muslime? Nur gegen Christen? Bruder, lass uns den Fokus von Islam wegnehmen, bitte. Lass uns einfach... Genau, lass uns einfach. Ich glaube, sollen wir halt mit Liebe jedem Menschen begegnen. Und ich glaube, diese Menschen sind so verwirrt, dass sie einfach unser Gebet und unsere Liebe brauchen. Und wenn es wirklich halt zu diesen Demonstrationen kommt, vielleicht, dass ihr auch halt dafür betet, dass wir als Christen da wirklich ein Zeugnis sein dürfen und die Menschen mit Jesu Liebe erreichen. Also ich finde auch super toll, wie du argumentierst, Mensa, und ich höre dich schon ein paar Monate und ich finde einfach genial, dass du einfach so standhaft auch halt immer Argumente austeilst und nicht angreifst und auch die Muslime eigentlich immer mit Respekt behandelst, finde ich sehr, sehr gut. Also, Dankeschön, Bruder. Ja, alle Ehre dem Herrn. Und ich finde es auch richtig gut, dass ihr das macht mit dem Evangelisation, und ich werde auf jeden Fall für euch beten. Also ich werde gleich aufgehen und dann werde ich auf jeden Fall dafür beten, dass ihr da Frieden habt. Vielen Dank. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Diskussionsrunde und würde mich auch wieder ausklinken. Dankeschön, ja. Gottes Segen. Mensa, wenn du, ich weiß, du wolltest den Islam nicht mehr reden, aber wenn du willst, kann ich kurz zeigen, weil ich war heute schon einmal drin, dass Mohammed selber Jesus angebetet hat. Und dann nein, Bruder, das bringt nichts, glaub mir, das bringt nichts, ohne Spaß. Okay, das ist Zeitverschwendung, Bruder, ja. Okay, dann lass ich das. Weil manchmal, guck mal, manchmal, man muss den Fokus einfach auf Jesus bringen. Weißt du, Dicker, du kannst zeigen, was du willst aus den Hadithen. Was haben wir nicht alles schon gezeigt? Das interessiert dich nicht. Weißt du, Schau mal, Bruder. Da kannst du richtig gut, und ich finde es gut, was du machst. Ja, ich finde es auch gut, was du sagst. Und genau das ist richtig, was du machst. Ja, den Fokus auf Jesus legen. Richtig. Weil im Gegensatz zu Mohammed hat Jesus Folgendes gesagt: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Richtig. Shalom, liebe Geschwister. Shalom, Philipp, was du noch willst. Darf ich was kurz sagen? Erzähl mal. Es geht um mein vermisstes Kind. Das heißt Mathis. Der ist 5 Jahre, der kommt aus Saarbrücken. Ich habe das auf mein Profil geteilt, weil ein Bruder in Christus mir das geteilt hat. Und der kennt sogar die Familie persönlich. Und er wird vermisst. Wenn ihr es erlebt, wenn ihr das teilen tätet oder die, Ich ist schon in Berlin auch bekannt. Also ich habe das auch diese Woche auf mein Instagram geteilt. Mhm. Also das ist schon im Umlauf. Nee, das wollte ich nur sagen. Ich wünsche euch Gottes Frieden, ne? Möge der Herr Jesus Christus euch beschützen und möge der Herr ihn schnell finden und dass ihr gesund bist. Richtig, Gott segne dich. Guck mal, ganz kurz. Ich sehe dieser Kalimat TV ist hier drin. Warte mal, Kalimat TV, komm mal bitte kurz hoch, wenn du Bock hast. Komm mal bitte kurz hoch. Weil also ich diskutiere mit ihm nicht. Er ist halt sehr, sehr aktiv. Kannst du kurz hochkommen, bitte? Ich diskutiere mit ihm nicht, weil der das Einzige, was er macht, ist... ja, ich weiß. Er macht so einen auf lieb, einen auf nett. Und dabei ist er kein bisschen anders als Hamdi Joker und die ganzen anderen. Richtig. Kalimat TV, genau möchtest du hochkommen? Ganz genau derselbe. Guck mal, Kalimat TV, ich habe dir eine Einladung geschickt. Komm mal bitte kurz hoch, wenn du Bock hast. Macht jetzt voll einen auf lieb und einen auf nett und so. Bruder Mensa, ich wollte Gottes Segen in Jesus Christus Namen und möge Gott dir weiterhin Weisheit geben und Geduld auch geben. Und du machst es gut, es stimmt alles, was du sagst. Das ist kein falsches Gerede oder so. Und eigentlich wollte ich den Bruder, der muslimisch, also der die ganze Zeit gesagt hat, ich bin Moslem, ich wollte ihm was fragen, aber vielleicht werde ich dann privat halt ihn schreiben oder so. Ja, sehr schön hier bei euch. Danke für die Worte, ja. Gott segne dich. Alle Ehre dem Herrn, alle Ehre dem Herrn. Also alles, was Gutes von mir ist, ist von ihm. Und alles, was ich hier schlecht mache, ist von mir. Aber trotzdem, danke für deine Worte, das ist sehr, sehr ermutigend. Harun, schau mal, du schreibst gerade, warte mal ganz kurz, was hast du geschrieben? Liebe für euch, ich urteile nicht über euch. Ich urteile auch nicht über dich, sondern ich sage nur das, was ich anhand von deinen Taten überall sehe.
ja, wie du redest und so weiter und so fort. Du kommst hier rein, machst einen auf Schlange, so ein bisschen mi, 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 so ein bisschen, ich wickel dich alle um den Finger, dabei bist du in deinem Herzen genauso verdorben wie die anderen, ganz einfach. Guck mal, wie wäre es, wenn er einfach hochkommt, weil ich würde gerne mit ihm kurz reden. Kalima TV, ich habe dir eine Einladung geschickt, möchtest du hochkommen oder nicht? Ich gehe auch wieder runter, ist kein Problem, wenn er hochkommen möchte, kein Problem. Ich habe ihn jetzt nochmal eine zweite Einladung geschickt, mal gucken, ob er hochkommt. Kein Problem. Er kann gerne hochkommen, wenn er dann, wenn er runtergehen, wenn ich runtergehen soll, deswegen, dann gehe ich kein runter. Okay, ich glaube, guck mal, Kalima TV, wirklich mit allem Respekt, du kannst gerne hochkommen, ist kein Problem. Wir wollen nur kurz reden, also, weil ich habe auch von dir gehört und ich möchte jetzt nicht über dich urteilen oder so, keine Ahnung, aber wir können uns ja kurz unterhalten, wenn du willst. Ja, okay, dann eben nicht, dann nicht, okay. Ja, also, ja, Bruder Fetisch, du kannst ja gerne weiterreden, wenn du willst. Ja, weißt du, Bruder, guck mal, ich habe vor ein paar Tagen in einem Stream, habe ich so ein bisschen so einen kleinen Aussetzer bekommen. Wo ja, haben ganz, die ganz, ganz, sorry, ganz Bruder. Also Kalima TV, ich meine nicht, dass ich von dir Schlechtes gehört habe. Ich meine nur, ich habe von dir schon mal gehört. Und deswegen habe ich gesagt, du kannst gerne hochkommen. Ich meine, ich habe nicht über dich geurteilt, wo ich gesagt habe, ich habe von dir gehört. Ich meine, dass ich von dir gehört habe. So, ich meine nicht, dass ich von dir dieses oder dieses gehört habe, sondern dein Name ist mir bekannt. Das meine ich. Okay, das ist kein Urteilen. Du weißt genau, was ich meine. Deswegen bitte hör auf, so diese ein auf Unschuld oder dieses Opferrolle einzunehmen. Du weißt ganz genau, wie, weißt du? Grüße gehen auch an dich. Ne, das ist wirklich. Ich will nicht respektlos sein. Ich weiß, wer du bist und deswegen. Wir wollen dir mit Respekt entgegenkommen. Verstehst du? Es ist wirklich gerade gar kein Fitner. Deswegen. Ich hoffe, dass du uns nicht böse aufnimmst oder so. Sorry, Bruder Fede, ich habe dich wieder unterbrochen, jetzt kannst du reden. Alles gut, kein Problem, Bruder. Nein, guck mal, ich habe vor ein paar Tagen habe ich so ein bisschen so einen Aussetzer bekommen in dem Stream, wo haben die drinne war. Ja, weil ich habe dort einfach klar und deutlich gemacht, dass ich zum Beispiel mit Hamdi werde ich nicht diskutieren. Ich werde mit ihm nicht reden. Warum? Weil es bringt nichts, mit ihm zu reden. Genauso ist es auch mit Harun. Es bringt nichts, mit ihm zu reden. Der ist festgefahren in seiner Meinung, ja, lässt sich nicht anhand der Bibel belehren. Sie legen die Bibel komplett falsch aus. Man sagt es ihnen und das Einzige, was man hört, du bist ein Lügner. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich dann eben gesagt habe, ist, dass ich mit Hamdi definitiv nicht mehr reden werde, in keinem Stream, einfach aus dem einen Grund. Er kommt in dem Stream, in dem er drinne war, dort war er total nett, total freundlich, total zugehört und so. Und ich habe zu ihm gesagt, guck mal, ich könnte alles wetten, was ich habe, und ich wette mit dir, ich würde es trotzdem behalten. Meinst du gerade Hamdi oder wie meinst du jetzt? Ja, Hamdi, genau, Hamdi. Ja, Bruder, guck mal. Egal, jetzt Bruder, guck mal. Jetzt machst du einen auf mega lieb, auf mega nett und hörst verständnisvoll zu und keine zwei Stunden später wirst du mit Joker, mit Abu Qasim und was weiß ich noch, mit irgendjemandem wieder Streams machen, indem du sagst, Jesus war ein Homosexueller, Jesus war das, Jesus hat sich am ganzen Körper massieren lassen. Du bist ein Heuchler und eine Schlange bist du. Du bist genauso Bruder. Falsch, wie dein Gott falsch ist. Genau so falsch bist du. Bruder, egal, alles gut, Bruder. Entspann dich einfach. Genau so, weißt du, so ein Ausraster habe ich bekommen. Deswegen will ich mit den Leuten, ich will gar nicht mehr mit denen reden, ganz ehrlich. Wir reden über Jesus Christus, das ist alles anders. Richtig. Deswegen meinte ich ja, wir müssen den Fokus wirklich versuchen, immer auf Jesus zu halten, weißt du? Weil absolut. Wenn wir immer so diese Debatten, wir werden immer fleischig werden, weißt du? Wir werden immer ausrasten, wir werden immer so Wut haben. Und deswegen, also ich persönlich versuche wirklich, meinen Fokus jetzt mehr auf das Evangelisieren zu richten. So, ne? Ja, sprich, dass wir mehr die Menschen auf Jesus hinweisen. Das ist das Ziel. Klar, kann ab und zu Fragen kommen, aber das sollte nicht unser Fokus sein. Weißt du, deswegen, Bruder Urban, das war nicht böse gemeint, aber wirklich. Es gibt Menschen, die wollen wirklich das Wort Gottes hören. Weißt du, und auf sie müssen wir uns fokussieren. Ja. Ganz genau richtig. Ganz Faith genau. In Grace. Ja. Faith in Grace, ich möchte nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, aber ignoriere den noch einfach. Gib denen nicht so viel Plattformen und die wollen immer, wie heißt das, Aufmerksamkeit und das, was die sagen, die werden selbst am Ende, die werden gerichtet werden und lass dich nicht ärgern und du machst das gut mit Jesus Christus und das ist auch gut, das, was ein Essen dann da gemacht wird. Ich werde auch beten, möge Gott im Namen Jesus Christus viele, viele auch gewinnen von CSD und diese ganzen
Sachen, die es heute auf dieser Welt gibt. Also diese viele Menschen wollen nicht Jesus Christus, wollen nichts von Jesus Christus wissen und die machen ihr Ding, ihre Sachen nach eigener Kraft und am Ende sieht man, was dann halt passiert mit denen, ne? Ja, Schwester, du hast da schon vollkommen recht mit dem, was du sagst. Weißt du, ich habe mein Ding sowieso so durchzuziehen. Weißt du, ich bin nicht von Allah berufen worden, irgendwas gegen ihn zu erzählen oder sowas, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und ich möchte als Kind Gottes, möchte das Evangelium verkünden. Ja, so, ich möchte, dass Menschen gerettet werden. So, das bedeutet nicht, dass ich nicht mal über den Islam rede oder dass ich die Finsternis nicht aufdecke. Ganz im Gegenteil. Wir Christen, wir müssen die Finsternis aufdecken. Das ist unsere Pflicht. Aber unser Hauptmerkmal, das muss auf Jesus Christus liegen, auf unserem Retter, auf unserem Gott. Das ist das, worauf wir achten müssen, wir Christen. Ich sehe viele, viele, viele Streams von Christen. Das macht mich ein bisschen traurig, wenn nur über Allah geredet wird, nur über den Islam geredet wird. Ja, das macht mich traurig. Wenn du hingehst, wenn du beides kombinierst, wenn du sagst, okay, pass auf, wir haben jetzt gerade über den Koran geredet, wir haben jetzt über Allah geredet. Ich gebe dir aber einen Ausweg aus der Bibel. Die Bibel sagt nämlich das und das und das und das und das über Gott, ja, und nicht das, was Mohammed gesagt hat. So, das ist dann der bessere Weg, weil du immer den Herrn Jesus als Mittelpunkt legst, als Fokus legst. Und das ist das Wichtige daran. Das ist das, was wir Christen machen müssen. Wir müssen hingehen und eben den Menschen zeigen, schaut mal, ihr seid verloren. Aber es gibt einen Ausweg und dieser Ausweg ist Jesus Christus, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So, das heißt, er hat einen alleine, dieser Anspruch, den er hat, den hat er ganz allein auf sich genommen, dass er der Weg und er die Wahrheit und er das Leben ist. Er ist der Einzige, der uns ewiges Leben schenken kann. Und das richtig, und vor allem das Ding ist, guck mal, das Ding ist auch, wenn es immer so wird, ne, dass zum Beispiel du gehst in christliche Streams rein und dann reden die nur über irgendwelche Hadithe und so weiter und dann gehst du in muslimischen Streams rein, dann reden die nur über irgendwelche komischen Bibelstellen und so. Dicker, irgendwann, die Leute nehmen keinen von uns ernst. Das wird dann mehr so eine Entertainment sein. Ne? Oh, guck mal, die Christen gegen die Muslime, die debattieren und die, weißt du, das wird irgendwann eine Unterhaltung sein. Klar. Aber Bruder, wir sind nicht hier, um jemanden zu unterhalten, sondern richtig, wir sind hier, um die Wahrheit zu proklamieren. Das ist die rettende Botschaft. Darum geht es. Bruder, wenn ich jemanden unterhalten wollen würde, also ich wäre auf jeden Fall nicht auf TikTok, ich wäre woanders. Weißt du, ich hätte andere Sachen zu tun. So. Deswegen ich möchte euch recht herzlich Danke sagen und euch begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danke, dass ich hier reingenommen wurde. Ich möchte hier mein Zeugnis abgeben. Ich war 45 Jahre lang orthodox, serbisch. Und bin dann vor 3 Jahren zu unserem ewigen Herrn Jesus Christus gekommen. Amen. 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 Stark. Amen. Amen. Und auch ich bin 48 Jahre alt und evangelisiere jetzt einmal so in der Familie, weil ich möchte, dass die auch gerettet werden. Ich meine, Gott hat ja einen Plan für uns gehabt, von Anfang an. Er ist der Schöpfer und er ist der Kreator. Er weiß alles, also im Vorhinein. Und ich möchte einmal versuchen, jetzt meine Familie zu retten von dem ewigen Tod. Richtig, ja, es ist richtig. Das ist unser aller Ziel, weißt du? Und das genau darum geht es auch gerade. Amen. Genau darum. Ich möchte euch... Ich habe jetzt ein bisschen mitgehört und habe eine Anfrage geschickt. Ich komme aus Wien, bin ein Serbe und ja, es ist eine schöne Runde und schön, dass hier noch normal miteinander kommuniziert wird, weil er sagt, wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Amen. Richtig, richtig, darum geht es. Kalimat TV, wir wünschen dir auch Rechtleitung und ein schönes Wochenende. Und ja, Gottes Segen dir. Danke. Und genau. Ja, Leute, guck mal, ihr müsst Kalimat TV mit Liebe begegnen. Ihr müsst ihm mit Respekt begegnen. Ist okay, guck mal, ich weiß auch, wer er ist, ne? Ist klar, so. Aber ja, lass uns nicht so einen auf diese Fitner-Modus gehen direkt, ne? Lass uns einfach, okay, er ist hier, er ist unser Gast, weißt du, lass uns einfach.
respektvoll sein, alles cool. Wir sind ja Kinder Gottes, wir sollten eigentlich die Nächstenliebe bis ins Äußerste gehen, weil wenn wir das nicht an den Tag bringen, dann nützen unsere ganzen hier Streams und Posting nichts, wenn wir einander nicht wahrhaftig lieben und verzeihen. Richtig, richtig, richtig. Weil, da ist der Schlüssel. Richtig, weil ich ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe gar keine Energie mehr für diese ganzen Fitner. Also, so. Ich auch leider. Gott sei Dank nicht, ja, nicht leider, sondern Gott sei Dank auch nicht, weil ich konzentriere mich jetzt wirklich auf wirklich meine Verwandten, meine Freunde, meine Bekannten und meine Brüder und Geschwister in Jesus Christus. Mit denen will ich meine Zeit verbringen, mit denen will ich evangelisieren und ich möchte natürlich auch gereinigt werden, jeden Tag meine Sünden bekennen. Und ich bin dankbar, dass er mich auserwählt hat, denn er sagt, ich habe euch geliebt, bevor ihr mich geliebt habt. Amen, genau. Guck mal, dazu, Bruder Mensa, wenn es okay ist, würde ich gerne 5, 6 Bibelverse lesen. Gerne, klar, mach das. Also, Leute, ich bin in 10 Minuten raus, solange könnt ihr einfach reden, was ihr wollt. Ich schalte mich jetzt zurück wieder, ja. Okay, also ich lese euch jetzt mal aus Titus 2, ab Vers 11 bis Vers 15 vor. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseren Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns vor aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, niemand soll dich geringschätzen. Das ist Titus 2. Und zum Vergleich möchte ich euch dann noch einmal aus dem ersten Johannesbrief lesen. Und zwar 1. Johannes Vers 8. Beziehungsweise 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Gott, Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Amen. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Amen, Amen. Das sind wunderschöne Verheißungen, das sind wunderschöne Worte, die uns Gott in der Schrift mitgibt. Und genau auf das sollten wir den Fokus legen, dass Gott seinen eigenen Sohn geschickt hat, damit die Welt gerettet wird. Nicht gerichtet und nicht in die Hölle geschickt wird, sondern Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Ihr Menschen da draußen, die Gott noch nicht kennen, fragt nach ihm, geht in euch, geht auf die Knie und fragt nach Gott. Wer aufrichtig nach mir sucht, der wird mich finden. Das ist ein Versprechen von ihm. Und dieses Versprechen müsst ihr in Anspruch nehmen, weil ihr habt eine sehr, sehr, ihr habt eine Eigenverantwortung. Und diese Eigenverantwortung ist extrem wichtig. Ihr könnt nicht alles auf Gott schieben. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, Gott wird mich schon irgendwann auserwählen und sagen, jetzt hier glaubst du. Nein, das wird er nicht tun. Ja, ich meine,
Ich meine, Fate hat, Gott hat ja uns auch Herausforderungen gegeben in der Schrift, wo er gesagt hat, dass wir darum beten sollen, von ihm geprüft zu werden. So wie es David auch als beispielhaft gemacht hat. Er hat ja gesagt, prüfe mich. Und wenn wir zum Beispiel das Vater unser beten, beten wir ja auch, dass wir nicht an der Prüfung scheitern. Führe uns nicht in Versuchung ist ja ein Beispiel dafür. Ja, richtig, richtig. Wir wollen an der Prüfung wachsen, nicht an ihr scheitern. Du hast so viele Verse, weißt du, zum Beispiel mein absoluter Lieblingsvers, ja, absoluter Lieblingsvers in der Schrift ist 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Eine andere Aussage brauchst du nicht zu tätigen, um zu sagen, hier, Jesus ist Gott. Dieser Vers alleine reicht, um zu zeigen, dass Jesus Gott ist, dass er der alleinige Retter ist und dass du ohne Jesus verloren bist. Und das ist daraus, worauf wir in Zukunft, worum wir auf unseren Fokus legen müssen. Wir müssen den Fokus auf Jesus Christus legen. Wir haben doch auch ein Beispiel in der Bibel. Ich nenne das Beispiel immer wieder mit Petrus. Was ist da geschehen? Auf dem See Genezareth. Der Herr Jesus geht über das Wasser. Er sagt zu Petrus, komm zu mir, Petrus. Was macht Petrus? Petrus geht über das Boot hinaus, steigt auf das Wasser, nimmt den Herrn Jesus Christus als seinen vollkommenen Fokus, guckt ihn an, fixiert ihn. Und was macht er? Er läuft über das Wasser. So, dann kommt der Petrus, der Mensch, das fleischliche Petrus aus ihm. Warum? Weil er sich nicht mehr nur allein auf Jesus konzentriert, sondern er lässt sich irritieren durch die Wellen, durch den Wind, durch den Regen und so weiter und so fort. Ja, so, was passiert? Er nimmt seinen Fokus weg von Jesus und was passiert dann? Klatsch, er geht ins Wasser, er geht unter. So, und dann geschieht aber etwas. Dann geschieht etwas. Nicht nur, dass Petrus untergeht, weil er den Fokus von Jesus abgesetzt hat, sondern es geschieht was anderes. Petrus geht unter Wasser und Jesus nimmt seine Hand und greift nach ihm. So, das heißt, auch liebe Christen an euch, diese Geschichte ist auch für euch, liebe Geschwister da draußen. Es gibt kein Loch, in das ihr fallen könnt, das tief genug wäre, dass der Herr Jesus mit seinem Arm nicht reinfassen kann, um euch da wieder rauszuholen. Und diese Amen. Geschichte zeigt uns vollkommen, dass wir unseren Glauben und unseren Fokus im ganzen Leben einfach nur auf Jesus setzen müssen. Wir müssen, wenn wir morgens die Augen aufmachen, müssen wir sagen, danke Herr Jesus, dass ich noch einen Tag hier auf dieser Erde leben darf. Egal was passiert, egal was geschieht, ganz egal wie dreckig es dir an diesem Tag geht, ganz egal wie, wir müssen Danke sagen. Wir müssen dankbar sein für das, was wir haben. Ihr habt eine Flasche Cola auf dem Tisch stehen, seid dankbar dafür. Ihr habt eine Flasche Wasser auf dem Tisch stehen, seid dankbar dafür. Es gibt andere Menschen, die haben das nicht. Mensch, ich bin dankbar, Bruder. Dankbar für meine Familie, dankbar für meine Kinder, ja, dass sie gesund sind. Ich lobe und preise Jesus Christus jeden Tag und danke ihm. Du hast recht, wir sollen dankbar sein, egal was es ist, mit Kleinigkeit, egal wie wir nicht viel haben, wir sollen dankbar sein. Amen. Amen. Das ist wirklich einfach mal wirklich dieses dankbar zu sein, auch wenn es einem dreckig geht, auch wenn es einem schlecht geht. Ja? Meine Verlobte zum Beispiel, meine Verlobte hat eine Krankheit, ja? So. Sie ist krank und das ändert sich nicht von heute auf morgen. Das ist keine kleine Grippe oder sowas. Ja, sie hat eine gewisse Krankheit. So, sie steht aber jeden Morgen auf und sagt: Danke, Herr Jesus, dass ich leben darf. Danke, dass du mich so genommen hast, wie ich bin. Das Amen. Bedeutet aber nicht, dass ihr so bleiben dürft, wie ihr seid. Ihr habt eine Veränderung in euch zu erledigen. So, das heißt, wenn ihr wirklich wahrhaftig an Jesus Christus glaubt, werdet ihr euch verändern. So, das heißt, egal ob ihr krank seid, egal ob ihr im Moment ein bisschen weniger Geld habt, egal was los ist in eurem Leben, egal was ihr habt, seid dankbar dafür, was ihr habt. Seid einfach dankbar dafür. Weil eines Tages werdet ihr eure Augen schließen und dann kommt ihr in das ewige Paradies, von dem ihr immer träumt. Ihr kommt an einen Ort, an dem es keine Krankheit mehr geben wird,
an dem Geld keine Rolle mehr spielen wird, an dem kein Gestreite mehr herrscht, kein Geschrei mehr herrscht, kein Krieg mehr herrscht, gar nichts. Ganz im Gegenteil, dort an diesem Ort werden Löwen und Lämmer nebeneinander liegen. Es werden Bären und Kühe nebeneinander liegen. Es ist ein Ort von vollkommenem Frieden. Das ist der Ort, an dem wir hingehen möchten. Das ist das, worauf wir uns Amen. Vorbereiten. Amen. Fate, kannst du für mich Sprüche 20 vorlesen? Die Stelle 3, Vers 3 ist sehr wichtig. Sprüche 20, Vers 3. Ja, also um das komplette Kapitel Sprüche 20, aber ja, die Aufmerksamkeit ist auf Vers 3. Kein Problem, kann ich machen. Also ich lese Sprüche 20, Vers 3, Sprüche 20. Der Wein macht Spötter, das starke Getränk macht wild, und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Der König ist zu fürchten wie ein brüllender Löwe. Wer sich seinem Zorn zuzieht, verwirkt sein Leben. Abzulassen von Streit ist für den Mann eine Ehre, jeder Narr aber stürzt sich hinein. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, begehrt er dann in Erntezeit, so ist nichts da. Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes, ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer findet aber einen treuen Mann? Ein Gerechter, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, wohl seinen Kindern nach ihm. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, findet mit seinen Augen jeden Bösen heraus. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert? Ich bin rein geworden von meiner Sünde. Zweierlei Gewicht, zweierlei Maß. Das sind beide dem Herrn ein Greuel. Schon ein Knabe gibt durch sein Verhalten zu erkennen, ob sein Tun lauter und redlich ist. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Liebe den Schlaf nicht, sonst wirst du arm. Tue deine Augen auf, so hast du zu essen genug. Es ist schlecht, sagt der Käufer. Wenn er aber weggeht, dann rühmt er sich. Gold und Perlen gibt es in Menge, aber ein kostbarer Schmuck sind verständige Lippen. Nimm ihn sein Gewand, denn er hat für seinen Fremden verbürgt und fehlte ihn aus anstelle der Fremden. Erschwindeltes Brot schmeckt dem Mann süß, aber hinterher wird sein Mund voll mit Kies. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Doch weil er den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht mit ihm ein. Wer sein Vater und seine Mutter flucht, dessen Leuchte wird erlöschen in der dichtesten Finsternis. Ein Erbe, welches man am Anfang übereilt erworben hat, das wird am Ende nicht gesegnet sein. Du sollst nicht sagen, ich will Böses vergelten. Harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Zweierlei Gewicht ist dem Herrn ein Greuel, und falsche Waage ist nicht gut. Vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? Es ist dem Mensch ein Fallstrick, überstürzt zu rufen, geweiht und erst nach dem Gelübde zu überlegen. Ein weiser König worfelt die Gottlosen und zerdirscht sie mit dem Rat. Der Geist des Menschen ist in eine Leuchte des Herrn. Sie durchforscht alle verborgenen Kammern des Inneren. Gnade und Wahrheit werden den König behüten. Durch Gnade befestigt er seinen Thron. Die Zier der jungen Männer ist ihre Kraft und der Schmuck der Alten ist ihr graues Haar. Wundstriemen scheuern das Böse weg und Schläge säubern die verborgenen Kammern des Inneren. Amen. Soweit Amen, mein Bruder. Ein wunderschöner Psalm. Kannst du mir bitte nochmal nennen, was für ein Psalm das war? Nein, das war Sprüche 20, Bruder. Sprüche 20. Sprüche 20. Ja, das ist Kapitel 20. Wahrhaftig spricht er zu uns da, dass wir uns rein geistig in dieser Welt mit ihm verbinden, dass wir nicht körperlich, dass wir unseren körperlichen, also sterben. Wir müssen hier körperlich sterben, damit wir seinen Geist empfangen können.
Das habe ich zumindest so empfunden. Ich habe ja die Bibel nicht gelesen. Ich war nicht gläubig, ich war orthodox. Hin und wieder habe ich mal in der Bibel irgendwas gehört, aber so bekannt habe ich mich erst, wo ich wahrhaftig nach ihm gesucht habe und ihn gefunden habe, tatsächlich dann in der Wahrheit, weil ich dann von meinen Sünden abgekommen bin, von meinen ganzen Gier, von meinen ganzen Problemen, die ich hatte, habe ich keinen Ausweg mehr gefunden und ich habe in der Not zu ihm gebetet, weil ich nichts mehr für sinnvoll gesehen habe und ihn gefragt habe, war das alles jetzt? Wenn du wahrhaftig der Gott bist, dann zeige dich, sag mir was, ja? Und dann bin ich geistig natürlich zu Johannes 14,6 gekommen und das da hat mich dann total mitgenommen und seine Liebe gespürt, seine Wahrheit, bin in Tränen ausgebrochen. Und seitdem lebe ich mit meinem Herrn Jesus Christus jeden Tag. Ich habe alles abgelassen von diesem Götzendienst, den unsere orthodoxe Kirche vorgibt und lebe im Frieden jetzt und versuche halt meine Verwandten davon zu überzeugen, wobei ich bei meinen Kindern, ich habe ja Kinder, die folgen auch unseren Jesus, unseren Herrn. Nur brauchen die noch Zeit. Und sie sind noch jung, aber ich bete für die jeden Tag. Wie gesagt, ich habe da gehört, dass jemand, ich bete auch jeden Tag, ich bin dankbar jeden Tag, also für alles, was kommt, egal was kommt. Bruder, also, ich muss in 5 Minuten raus, ja, wollte ich mal kurz sagen. Ich bin schon längst, aber in 5 Minuten muss ich raus. Das wollte ich einmal loswerden und ich bin dankbar, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und Frieden von dem Herrn Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Danke, liebe Geschwister. Danke, Amen. Liebe Geschwister. Bitte für deine Familie. Bitte danke. Auch für dich. Amen. Danke. Danke. Oh. Gottes Segen. Tschüss. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, also, ich finde Sprüche 20 auch sehr wunderschön, weil es auch sehr tiefgründig ist. Zum Beispiel das mit dem Markt, wo man kauft und man alles mögliche dazu geneigt ist, alles mögliche als schlecht zu sehen, ne? Und danach sich wie nah rühmt oder so, anstatt einfach das, was man hat, zu schätzen, ne? Ja, und ich wollte ganz kurz nur auf einen Kommentar eingehen, weil ich bin gefragt worden, Faith and Grace Ministries, kannst du mit dem Vers sagen, wo es heißt Löwe und Lämmer? Also es steht in Jesaja 65, Vers 25, glaube ich. Gerade Moment, lass mich kurz aufschlagen. So, genau. So, und da geht's um das Heil für das unbußfertige Volk. Und das ist jetzt nur ein kleiner Teil, den ich lese. Und dann kannst du aber noch mehr lesen davon. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie hören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Also hier habt ihr es in Jesaja 65, Vers 25, 25, 26 ist es, glaube ich. Nee, 24, 25 ist es. Dort siehst du, dass, oder Jesaja 11, Vers 6 ist, glaube ich, auch noch, dass Wölfe und Lämmer zusammen beieinander wohnen werden. Also ihr seht, die ewige Ruhe, den ewigen Frieden, den wir dort besitzen, das ist einfach das, was wir warten werden. Und der Bruder Mensa hat vorher was ganz Schönes gesagt. Und zwar, dass wir Christen uns nicht fürchten. Wir fürchten uns nicht vor dem Tod. Wir haben keine Angst davor. Warum? Weil wir nach Hause gehen werden. Wir werden nicht sterben. Wir gehen nach Hause. Ihr werdet euer Leben auf dieser Erde hier lassen. Aber ihr werdet ewiges Leben beim Herrn Jesus haben. Und das ist das, was ich euch einfach nochmal so ein bisschen ins
ans Gewissen setzen möchte, einfach euch noch mal ein bisschen ans Herzen legen möchte, dass ihr einfach darüber nachsinnt, keine Angst zu haben. Denkt daran, in der Bibel steht 365 Mal, fürchte dich nicht. Es gibt 365 Verse, in denen drin steht, fürchte dich nicht. Ihr könnt euch die Arbeit machen und alle 365 Verse raussuchen. Das bedeutet für euch, dass ihr ein ganzes Jahr lang, von 1. Januar bis 31. Dezember, könnt ihr jeden Tag einen Vers lesen, in dem drin steht, fürchte dich nicht, und es ist immer ein anderer. Und das ist das, was Gott dir mitgeben will. Vertraue mir und fürchte dich nicht mehr. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Furcht ist nicht von Gott. Gott schenkt dir keine Furcht. Ja? Es ist der Satan, es ist der Widersacher, der dich immer wieder ins Fürchten bringt. Es ist der Widersacher, der dich immer wieder aus der Bahn bringt. Deswegen halte deinen Fokus auf den Herrn Jesus. Halte deinen Fokus auf unseren Herrn und Gott. Und dann kannst du 365 Mal in der Bibel lesen, fürchte dich nicht. So, und jetzt bin ich auch mal wieder ein bisschen ruhig und sorry, Bruder, wenn ich dich vorher unterbrochen habe. Alles gut, Amen. Also ich denke, das ist auch eine gute Zeit, um Schluss zu machen. Boah, ich habe einfach, ich glaube, seit 4 Stunden oder so bin ich live. Also seit 8 Uhr bin ich jetzt live, glaube ich. Oder 9. Ja, 3,5 Stunden, sagen wir mal. Deswegen gehe ich jetzt off. Auf jeden Fall, ich wünsche euch Gottes Segen. Das war wirklich ein schöner Stream heute. Ne, das war am Anfang ein bisschen fitnerreich, aber mit der Zeit haben wir die Kurve bekommen. Ich hoffe, jeder hat was mitgenommen. Und ich hoffe, dass jeder mehr Erkenntnis über Jesus Christus bekommen hat. Ich hoffe, jeder hat sich durch den Stream mehr in Jesus verliebt, mehr Gottesfurcht bekommen oder sich sogar für Jesus entschieden. Ja, ich ermutige euch wirklich, die Bibel zu lesen. Wirklich, an der Stelle nochmal, guck mal, wenn ihr hier reinkommt, ne, nehmt nicht alles, was wir sagen, für bare Münze, sondern überprüft das, was wir sagen. Lest die Bibel selber nochmal durch, ne? Verbringt selber Zeit mit dem Herrn. Das, was wir hier machen, das ist nicht deine Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott ist deine persönliche Beziehung zu Gott, wo du alleine zu Gott betest, wo du alleine sein Wort liest, ne? Wo du alleine mit Gott sprichst. Dadurch stärkst du deine Beziehung zu Gott, dadurch wirst du geistig gestärkt. Ja, das ist auch gut, dieser Stream ist auch gut, aber lass uns nicht auch die anderen Sachen vernachlässigen, ne? Deswegen an der Stelle, macht das, was wir sagen, im Sinne von überprüft nochmal das, was wir sagen, liest die Bibel nochmal, betet zu dem Herrn und so weiter und so fort. Dient in der Gemeinde, sehr, sehr wichtig, weil Gott hat uns alle Gaben gegeben, womit wir auch andere Leute segnen können, ja? Nutzt eure Gaben. Und ja, damit bin ich fertig. Ja, Gott segne euch. Ich weiß nicht, ob die anderen noch was sagen wollen. Wenn nicht, dann würde ich jetzt Stream beenden. Ganz kurz nur, ich würde jetzt einen Stream aufmachen. Das heißt, wenn ihr zu mir in den Stream kommen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Wir werden dort über Jesus sprechen. Wir werden dort ein bisschen über die Bibel sprechen. Ihr könnt eine Bibelverse schreiben, die werden wir dann lesen, können die ein bisschen zusammen durchgehen, können die ein bisschen zusammen erläutern. Also ich werde in 2-3 Minuten den Stream aufmachen. Und wenn ihr möchtet, ich würde mich freuen, wenn ihr alle dann zu mir rüberkommen würdet. Genau, Leute, edit mal alles. Amen. Peter und Grace, edit mal auch die anderen Geschwister, Marvin und so, die machen auch Streams. Deswegen geht mal zu denen rüber. Also Fate macht jetzt einen Stream, ihr könnt alle hingehen. Marvin, ich habe dich jetzt gerade geaddet. Ich habe es gerade gesehen. Richtig auch, ich habe dir auch gerade geschrieben. Alles klar, also, dass okay, es dann super, halt super. Auch gleich aufkommt. Super, super, okay. Super. Genau, ich glaube, Latina wollte noch was sagen oder so. Ja, danke für alles. Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende. Bleibt bitte gesund und bleibt stark. Komme, was wolle. Lasst euch nicht abbringen vom Weg. Egal, was ist. Amen. Amen. Fokus auf Jesus Christus. Amen. Na dann, Gottes Segen an alle, auch an die Muslime, auch an die Atheisten, an wen auch immer, alle hier drinnen. Gottes Segen an euch alle. Und habt ein schönes Wochenende. Ich bin morgen wieder live. Ansonsten bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Bruder. Ciao, Bruder. Ciao. Ciao.